Wir sind Martin und Marianne und zusammen mit unserer Katze reisen wir in unserem Wohnmobil durch Europa. In diesem Video laufen wir über Brücken, erkunden Kirchen, entdecken Fliesen an den Wänden und sehen ungewöhnliche Mitbringsel. Los geht's! Wer mit dem Camper nach Porto reist, sollte am besten einen der Campingplätze südlich des Douros in Vila Nova de Gaia wählen. Von dort kommt man schnell und günstig per Bus in die Innenstadt. Porto lässt sich fußläufig wirklich sehr gut erkunden, aber verfügt auch über einen guten öffentlichen Personennahverkehr. Auch der Bahnhof São Bento hat uns sehr beeindruckt. Hier wird die Geschichte Portugals erzählt. Besonders gut haben uns die mit Fliesen verkleideten Fassaden gefallen. Diese Fliesen werden in Portugal azulejos genannt und sind sogar an Kirchenfassaden zu finden. Jeden Harry Potter-Fan ist die Buchhandlung Lelo ein Muss. Sie soll Joanne K. Rowling als Inspiration in ihrem Roman gedient haben. Mittlerweile kostet der Eintritt 5 Euro, wird jedoch beim Kauf eines Buches verrechnet.
Ein Geheimtipp führte uns zur Capella do Senhor da Pedra. Die wunderschöne Kapelle liegt auf einem Felsen direkt am Strand von Miramar Beach in Vila Nova de Gaia. Der Standort der kleinen Kirche geht auf einen alten heidnischen Kultort zurück und ist nur bei Ebbe zu erreichen. Wer einmal um die Kirche herumläuft, kann einige Überreste von Kerzenwachs entdecken, die angeblich noch von Hexenritualen stammen sollen. Und in dem nächsten Video nehmen wir euch mit zu unserem absoluten Lieblingsstellplatz in Portugal, inklusive traumhafter Sonnenuntergänge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Bis bald!